warum beteiligen Sie sich an dieser heutigen Demonstration? Weil wir sehr viele Mitglieder haben, die schon jetzt die Kürzungen im Sozialbereich merken. Menschen mit Sehbehinderung oder blind haben normalerweise Pflegegeldstufe 3 oder 4. Würden jetzt also nicht direkt in diese Kürzungen fallen, aber es wirkt sich trotzdem aus, weil die Berechnungen anders sind, weil es schwerer wird, Pflegegeld zu bekommen, und das trifft unmittelbar unsere Mitglieder. Wenn man sich die Politiker anhört, hat man den Eindruck, dass man auf der Ebene relativ leicht sparen kann, weil das ja eh nur sozusagen so Zuckerln sind, die man den Leuten gibt, und bei anderen müssen wir sogar das Brot einsparen. Warum bei Ihnen die Zuckerln? Das ist ja genau das Problem. Wenn man den Politikern zuhört, hat man das Gefühl, man kann bei den Ärmsten der Armen einsparen, weil die sich nicht wehren, die haben keine Stimme. Deswegen erheben wir heute unsere Stimme für all jene, die das eben nicht können. Und es gibt Fälle, da würde ich wirklich sehr gerne die Politiker einladen, einmal zu uns in die Beratung kommen und hören und sehen, mit wie wenig Geld Menschen mit Behinderung oft auskommen müssen. Jetzt ein Punkt, der auch Behinderte betrifft, ist, man hat ja beschlossen, bis 2016 müssen alle öffentlichen Gebäude und so weiter barrierefrei zugänglich sein. Mhm. Jetzt sagt der Minister, er hat es eh nicht verschoben, er hat es nur gedehnt. Um wie viel leichter tun sich Blinde, wenn sie jetzt im gedehnten Bereich gehen müssen? Ja, das ist eine super Ansage. Es ist natürlich so, dass die Sache aufgeschoben wurde. Um 5 Jahre haben Unternehmen jetzt länger Zeit, für Barrierefreiheit zu sorgen. Und das ist für blinde und sehbehinderte Menschen eine Katastrophe, weil es geht darum, dass sie zum Beispiel auch Zugang zu Informationen über barrierefreie Websites haben. Und ein Relaunch kostet Geld, und jedes Unternehmen kann sich jetzt abputzen und sagen, na, das machen wir in 5 Jahren. Was bedeutet das eigentlich für Blinde? Was für Barriere, wo sind die Barrieren für Blinde? Also ganz viele Barrieren gibt es natürlich im öffentlichen Verkehr. Das fängt damit an, dass zum Beispiel Fahrräder schlecht abgestellt sind, dass es Dreieckständer gibt. Das sind natürlich die Barrieren, die vor allem durch Bewusstseinsbildung abzubauen wären. Aber es gibt auch schlechte Kennzeichnung, wenn in der U-Bahn nicht angesagt wird, welche Station jetzt kommt. Wenn Glasflächen nicht gekennzeichnet sind. Blinde, also vor allem Blinde, aber auch hochgradig sehbehinderte Menschen sind darauf angewiesen, auf farbreiche Kontraste, auf gute Blindenleitsysteme, wo sie mit dem Taststock sich zurechtfinden, und auf akustische Informationen. Apropos Taststock, mir ist es aufgefallen, in Floridsdorf am Bahnhof, da gibt es eine Blindenleitlinie, die perfekt hinausführt aus dem Bahnhof. Und dann direkt in der Ringelspül eine. Ich meine, ist das, ich habe mich dort erkundigt, die ÖBB sagt, alles ist mit den Blindenvereinen abgesprochen, ist kein Problem. Wie sehen Sie das als einer der Vertreterinnen? Also es ist so, dass tatsächlich die Blindenverbände, also auch die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, im Verkehrsgremium zusammenarbeiten und diese Herrschaften dort die Bahnhöfe kontrollieren und immer wieder Verbesserungsvorschläge machen. Ich kenne jetzt die Situation in Floridsdorf nicht. Ich möchte nicht ausschließen, dass es da noch Handlungsbedarf gibt. Okay, danke vielmals. Dann können wir wenigstens den öffentlichen Verkehr wieder fahren lassen. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn des Ganzen. Dass da mal irgendwas passiert. Bitte fahren Sie wieder runter. Ha? Eigentlich, ich sag's Ihnen, der Veranstalter hat auch keine Freude mit Ihnen. Das ist vorgesehen nur eine Stehdemo für in der Nebenfahrbahn. Ne? Also bitte. Herr Ladstätter, warum demonstrieren Sie heute? Aus 2 Gründen. Das eine ist, dass der Zugang zum Pflegegeld fast verunmöglicht werden soll ab nächsten Jahr. Das heißt, von 60.000 Leuten, die nächstes Jahr Pflegegeldantrag stellen werden, werden 10.000 überhaupt kein Pflegegeld mehr bekommen und weitere 14.000 nur die Hälfte von dem, was sie eigentlich benötigen. Das heißt, 24 von 60.000 bekommen völlig unzureichend Pflegegeld. Das ist eine Demontage des Pflegegeldgesetzes. Und das Zweite, die Barrierefreiheit soll drastisch gekürzt werden. Eigentlich war vereinbart bis Ende 2015, dass die Barrierefreiheit in Österreich geschaffen werden soll. Aus kurzfristigen Sparüberlegungen hat die Regierung diese Frist um 4 Jahre verlängert.
Jetzt der Herr Hunsdorfer sagt, das ist ja nicht so schlimm, es wird ja nur gestreckt. Was bedeutet das jetzt für einen Betroffenen, diese Streckung? Das heißt, dass man 4 weitere Jahre in ganz Österreich behinderte Menschen an der Teilhabe aussondert. Und wenn der Herr Hunsdorfer das für nicht schlimm findet, dann sage ich ganz offen, dann hat er das nicht verstanden und wir sind sowieso der Meinung, dass er zurücktreten sollte. Die Bundesregierung hat jetzt in den letzten 2 Jahren Milliardenbeträge für die Banken locker gemacht und sagt dann, sie muss bei den paar Millionen, wo es um sozial Schwache geht, jetzt im weitesten Sinn sparen. Ist das zu verstehen? Nein, es ist nicht zu verstehen und das ist auch der Grund, warum wir heute dagegen demonstrieren, warum wir am 27. dagegen demonstrieren. Wir werden bis zur Beschlussfassung im Parlament alles versuchen, diese behindertenfeindlichen Pläne noch zur Fall zu bringen. Spricht man eigentlich mit Ihnen? Haben Sie die Chance, dem Herrn Sozialminister oder anderen, die damit was zu tun haben, Ihre Meinung zu sagen? Hört man auf Sie? Es ist kein Gesprächsbedarf seitens des Herrn Ministers gezeigt worden, weil er ist der Meinung, und das kommuniziert er auch dauernd, dass diese Pläne sozial gerecht sind. Für einen Sozialdemokraten ist das eigentlich ein Armutszeugnis, sowas zu behaupten. Okay, danke vielmals. Pflege, dann freie Straße, erst freie Pflege, dann freie Straße, erst freie Pflege, dann freie Straße, erst freie Pflege, dann freie Straße. Genau, ich bin im Kabinett des Ministers Hunsdorfer, zuständig für Pflege und für Menschen mit Behinderung. Würden Sie mir einen Namen auch noch sagen? Also Martin Staudinger. Okay. Meine erste Frage an Sie ist, jetzt da demonstrieren, das waren ungefähr 150 Menschen, die da heute demonstriert haben, hauptsächlich in Rollstühlen, Blinde etc. Was empfinden Sie da dabei? Ich habe großes Verständnis für die Sorgen der Menschen im Zuge der Maßnahmen im neuen Budget. Und ich verstehe auch die Verunsicherung. Ich glaube, teilweise kann man den Menschen die Verunsicherung nehmen, weil manche Maßnahmen nicht so kommen, wie sie kommuniziert wurden. Beispielsweise im Pflegegeld ist ja nicht so, dass wir irgendwem was wegnehmen, das er schon hat. Und alle bestehenden Pflegegeldempfänger bleiben so eingestuft, wie sie sind, erhalten auch gleich viel Geld, wie sie sind. Beim Pflegegeld sind alle Maßnahmen nur für Neuanträge, die wir geändert haben. Also da verändert sich nichts. Bei der Barrierefreiheit ist es schon so, dass die Frist laut derzeitigem Entwurf verlängert wird, allerdings wird ja nicht zurückgebaut. Ja. Es ist ja schon vieles passiert. Für neue Gebäude gilt weiterhin seit 2006 ja die Barrierefreiheit. Es betrifft hier in Wirklichkeit nur Umbauten. Und hier gibt es die Ministerien, die haben eine sehr große Anzahl an Gebäuden und schaffen das mit dem Umbau nicht rechtzeitig. Ja. Das heißt, ich verstehe die Besorgnis, allerdings sollte man es auch ein bisschen in die Relation rücken, was es wirklich konkret bedeutet. Die Behinderten sagen, also das mit gerade diese Barrierefreiheit ist ein Riesenproblem, weil sie teilweise Amtswege nicht einmal erledigen können. Dass die Barrierefreiheit bis 2016 passieren soll, hat der Nationalrat beschlossen, hat die Bundesregierung sich so vorgenommen, hat die damalige Bundesregierung nicht bis 13 können. Wenn man jetzt draufkommt, dass es viele Gebäude sind, das hat man ja vorher auch gut. Ja, ich weiß nicht, was man sich damals im Detail für Gedanken gemacht hat. Es gab und es gibt natürlich auch schon Etappenpläne, bis wann was umgebaut werden soll. Viele Ministerien sind hier auch vorbildlich. Wie gesagt, einige Ministerien, die halt sehr viele Gebäude haben, wie beispielsweise die ganzen Schulen in Österreich, die sagen, es ist halt vom Umfang her sehr groß und sehr viel. Allerdings muss man natürlich auch versuchen, dort, was möglich ist, auch kleinere Maßnahmen zu treffen. Die Frage ist, muss ich ein Haus komplett umbauen oder würde es reichen, wenn ich eine Rampe einbaue? Oder kann ich die Zugänglichkeit gerade zu Ämtern auch dadurch verbessern, indem ich im Erdgeschoss Infocenter mache, wo ich dann alles über dieses Infocenter im Erdgeschoss abwickeln kann, ohne dass ich das ganze Gebäude umbaue. Ich glaube, hier ist sehr viel Kreativität von den einzelnen Ämtern und Behörden gefragt, dass wirklich alles, was für den Kundenverkehr dient, wirklich trotzdem zugänglich ist. Sie haben einen der Betroffenen vorhin erklärt, dass der Herr Minister Hunsdorfer sieht das eh nicht, der wollte eh nicht sparen, sondern es sind andere Ministerkollegen an ihm herangetreten, sozusagen mit dem Wunsch, dass er das sozusagen aufmacht, weil sie sich das nicht leisten können. Haben wir das richtig verstanden? Ja, es war auf keinen Fall unsere Idee, natürlich nicht, sondern unsere Barrierefreiheit natürlich sehr wichtig, auch was unsere eigenen Gebäude betrifft. Es ist halt durch die Budgetvorgaben des Finanzministeriums. Komm her raus und hör uns zu, vorher geben wir keine Ruhe.